Ja, moin liebe Freunde der Tiefsee und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von Subnautica. Jawohl, liebe Freunde, wir fahren fort. Im 9. Part in Folge... Kannst du echt keinen erzählen. Doch, kann ich. Ich hab Bock. Man merkt das vielleicht. Ja, wir fahren jetzt mal zu der Chefingenieurin, beziehungsweise zu ihren letzten Koordinaten. Nachdem wir ja gestern unwillentlich auf eine andere getroffen sind. Auf eine andere Rettungsinsel. Und ja, ich kann nun sagen, bis auf das Tiefenmodul ist unser Krebs soweit durch. Und so wie es aussieht, können wir tatsächlich nächste Session anfangen, den Zyklopen zu bauen. Ja. Also ich werde jetzt, denke ich mal, noch eine Stunde aufnehmen. Dann habe ich 10 Parts. 2 Aufnahmen in einer. 6 Stunden Aufnahme dann, mindestens. Puh. Ich glaube, manche Leute streamen nicht so viel, wie ich aufnehme. Das ist echt übel. Warte mal. Hatten wir die hier schon? Ja, ich glaube, die hatten wir schon, ne? Ja, ich glaube, die hatten wir schon. Ja, ich glaube, die hatten wir schon. Ja, das sieht so aus. Alles klar. Gut. Das ist echt unglaublich, ey. Ja, liebe Freunde, so ist das manchmal. So ist das hier. Ja, und wie gesagt, wenn wir den Zyklopen gebaut haben, dann geht's damit los, ne? Dann werden wir da jede Menge craften. Hoppla. Sorry. Wird mal eben. Aua. Das war aber nicht nett. Nur weil ich zu doof zum Mottenfahren bin, echt. Oder fliegen? Fahren, fliegen, fliegen. Fliegen passt eher. Fahren ist, komisch. Oh ne, sag nicht, sie ist im Blutwald gelandet. Oh, das ist der Pilz. Oh, oh. Doch, sie ist im Blutwald gelandet. Das ist der Pilzwald, Freunde. Na, dann hoffen wir mal, dass wir dem Leviathan nicht begegnen. Ich speichere mal zwischendurch. Wir haben ja auch so viel geschafft, Freunde. Nicht wahr? Mir scheint, dass die gute Dame im Blutwald gelandet ist. Da hört man ihn schon? Offenbar noch nicht. Aber ihr wisst ja, wie es heißt. Was nicht ist, kann noch werden. Ich habe gerade echt gedacht, scheiße, jetzt hat der Leviathan sich an uns festgebissen. Sag mal. Ja, nochmal 5 Punkte. Mensch, Herr Viper, das geht ja gar nicht hier. Wie gehen Sie eigentlich mit Ihren Sachen um? Ich weiß es nicht. Nicht sehr pfleglich, auf jeden Fall. Nach dieser kleinen Fahrt. ja. Ja, nachdem ich das ja gesagt habe mit dem Zyklopen, sollten wir, glaube ich, mal ein bisschen mehr Quarz erstmal craften. Also einsammeln. Nicht craften, einsammeln. Das werden wir auch mal tun. Also hier scheint es echt sehr viel Quarz zu geben, ne? In dem Gebiet hier. Oh, wirklich. Okay, ciao. Mach's gut. Vor allem, wie das Geräusch auch einfach hallt. Hört ihr das? Wie das hallt, ey. Heftig. Das ist der Wirbelfisch, den haben wir schon.
Ich sehe da was Strahlendes. Genau. Und ich sehe einen Schockwels. Der da rumkurft, warum auch immer. Aber es sieht schon stark aus, oder? Es sieht schon stark aus irgendwo. Mein lieber Mann. Oh, warte mal. Die können wir ja auch mal mitnehmen. Wenn, dann gleich richtig. Was? Oh oh. Unsere Freunde, die Beißer, haben hier einen Verwandten anscheinend. Und die sind schnell. Jetzt wisst ihr auch, warum ich Blutwald dazu sage. Das ist Blutwald. Baumleiche, ja. Also Quarz gibt es hier ja wirklich Unmengen, ne? Kannst dich ja quasi mit tot schmeißen hier. Boah, da sind schon wieder diese Krabbler. Uah. Geh mir bloß weg mit den Krabblern, echt. Boah. Diese riesige Beine. Diese riesigen Beine. Meine Güte. Deutsch ist ein bisschen schwierig nach ein paar Stunden Aufnahme. Ich merke das schon. Schon ein bisschen gespenstisch hier. Uah. Das sind die Schockwälze. Hä? Mann! Ah, hier sind sie. Sogar umgefallen. Eieieiei. Das hätten die nie im Leben geschafft. Nie im Leben. Die wären nie im Leben an die Oberfläche gekommen. Nie im Leben. Da ist sie aufgebrochen. Da ist das PDA. Integrating new PDA data. Sonst nichts? Boah, wie enttäuschend, echt. Ist wirklich einfach mal gar nichts. Den Schockwels haben wir schon. Es sei denn, das ist eine Variation von denen. Glaube ich aber nicht. Hat er meinem Schiff eine gewischt? Tatsächlich, der hat meinem Schiff eine gewischt. Frechheit. Gleich Anzeige ist raus. Nee, aber hier gibt es auch nicht die, die ich gesucht habe. Hier gibt es die garantiert nicht. Die gab es irgendwo anders. In deutlich helleren Gebieten. Deswegen sehe ich auch mal zu, dass ich aus diesem Gebiet hier rauskomme. Verdammt nochmal, ich komme nicht drauf, wo es die gab. Echt. Ich suche eine ganz, ganz bestimmte Pflanze. Die gab es in irgendeinem helleren Gebiet. Aber meint ihr, ich finde die? Ich meine, mich zu erinnern, ich bin mir da auch ziemlich sicher, je länger ich drüber nachdenke und je länger ich nach ihr suche, desto sicherer bin ich mir fast, dass wir die brauchen. Was? Nein. Geh weg. Geh kacken. Ja, sowas kann ich auch sagen.
Sagt er einfach mal zu seinem Gegner, geh kacken. Ja klar. Warum auch nicht? Auch der muss mal. Irgendwann. Hoffe ich zumindest mal. Noch mehr Titan, das ist ganz gut. Welcome aboard, Captain. Dankeschön. Was ist das denn jetzt hier schon wieder für ein Abgefahren? Was ist das da? Rumpffragment haben wir schon. Aber nehme ich trotzdem gerne mit. Was wir haben, das haben wir. Ich wollte gerade sagen, schwimmt er im Boden? Silber. Auch schön. Ja, die Sachen könnte man mitnehmen. Ich werde die jetzt aber tatsächlich mal nicht mitnehmen. Vielmehr würde ich sehr gerne mal langsam diese blöde Pflanze finden. Wenn ich dann nochmal wüsste, wo die... Ja, nicht du. Dich will keiner haben. Du Tigerpflanze, du, dich will keiner. Du machst nur Schaden. Das nervt. Weil die schafft es sogar, die Basis zu zerlegen. Habe ich nämlich auch gehabt. Einfach mal schön die eigene Basis zerlegt, beziehungsweise geflutet. Nicht zerlegt, aber sie hat da einige Löcher reingeballert. Das fand ich nicht so lustig. Ich habe mich jedes Mal gewundert, hä, wieso ist meine Basis geflutet? Bis ich dann mal dahinter gekommen bin, dass es die Tigerpflanze war. Vielleicht hier im Pilzwald? Ich muss mich wirklich mal in Ruhe umsehen. Ach, guck mal, hier sogar noch ein Fragment des Zyklopen. Können wir noch mal ein bisschen Titan. Sehr schön. Können wir alles später für den Bau des Zyklopen benutzen. Beziehungsweise für seinen Ausbau. Aber wir haben sowieso noch viel, viel auf dem Zettel. Und mir lässt halt diese blöde Pflanze jetzt gerade keine Ruhe. Ich bin zwar kein Florist, aber da kommt er so ein bisschen in mir durch. Lithium haben wir, glaube ich, wirklich mehr als genug. Aber ich nehme es trotzdem mit. Toll. Wieder Schaden erlitten. Glücklicherweise haben wir ja diesmal Ersatzgetränke dabei. Hunger hat er ja noch nicht so. Aber Durst geht schon wieder durch die Decke. Beziehungsweise rauscht in den Keller. So ist es richtig. Ist aber auch keine einzige Höhle irgendwie mal, ne? Nicht eine. Oh, es war so klar. Ich hatte gehofft, ich knall da nicht gegen. Doch. Natürlich knall ich dagegen. Wie gesagt, ich werde langsam ganz mutig hier. Erfasse mehrere Lebensformen in Leviathan-Größe. Ja, nett.
Ja, moin, was ist denn hier los? Das ist ein Warper. Was ist das hier für ein Gebiet? Übrigens, falls ich das mal Scheiße, kommt er nah! Hauptsache, der kommt nicht in unsere Richtung. Alter, war der nah dran. Relativ nah. Für unsere Verhältnisse war es nah dran. Einen Kampf würde ich gerne, so gut es geht, mit dem vermeiden. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass da die Pflanze war. Vielleicht irgendwie in den roten Grasgegenden. Ich weiß es doch nicht mehr. Ich hab's vergessen. Vor allem, ich muss es auch damals googeln, ehrlich gesagt, weil ich es einfach nicht gefunden habe. Das weiß ich noch. Ich bin gar nicht so weit weg von meiner Basis, sehe ich gerade, ne? Tatsächlich. Oh, oh. Das Gebiet geht ja noch. Oh. Ja, die Leviathane können sehr respekteinflößend sein, doch. Hm. Soll ich mich mal hier umsehen? Ich glaube, ich sehe mich mal hier um. Irgendwie feuert da schon wieder eine Tigerpflanze um sich. Da war doch was. Hallo? Hier war doch was. Ich hab doch was gesehen. Hallo. Da, Laserschneider-Frag. Hallo? Danke. Ich habe zwar nichts gesehen, aber hat irgendwie geklappt. Wo ist meine Seemotte? Da oben. Ich bin nicht da. Ich bin nicht da. Ich bin ganz lieb. Das interessiert den Leviathan auch nicht. Der frisst uns trotzdem, wenn er kann. Wo treibt er sich denn rum, sag mal? Wie gesagt, ich habe keine Lust auf eine feindselige Begegnung mit dem. Was ist das denn hier? Ach so, das sind nicht die, die ich suche. Das sind Pilze. Aber nicht die Pilze, um high zu werden, sondern nee, ich weiß, der Witz hat mittlerweile auch einen Bart. Ich weiß. Ich fühle mich irgendwie unwohl bei den Gedanken, dass hier meine Seemotte in der Nähe irgendeines Leviathans ist. Fühle ich mich nicht sehr wohl mit. Gut, die Riffrücken stören mich eher weniger, weil die sind sowieso friedlich. Die tun nix. Zum Glück nicht. Das wäre ja wohl noch schöner, wenn die auch noch aggressiv sind. Aber ich habe ja gesehen, die Gaming-Gemeinde von Subnautica hat ja so manche Mods da auf dem Stapel gelegt, die da wirklich noch schlimmer sind als die normalen Leviathane ohnehin schon. Na, also was ich da teilweise gesehen habe, da habe ich auch nur gedacht. Also da würde ich auch als Subnautica nicht mehr anrühren. Also Heidewitzka. Ist da teilweise für ein Wesen rumgeistern. Das ist außerhalb jeglicher Vernunft schon.
Ja, ich gebe nicht auf, was diese Pflanze angeht. Ich suche sie, bis ich sie finde. Oder bis ich sage, ich google das irgendwann und suche erstmal und mache erstmal so weiter. Ich würde die echt gerne finden. Und so ein Profispieler bin ich nicht, dass ich die direkt auf Anhieb finde. Davon ab, dass ich sowieso kein Profispieler bin. So. Ist sie vielleicht hier? Ich habe sie gerade gesehen. Da ist sie. Da ist sie. Oh, da ist sie. Die habe ich gesucht. Da musstest du mich gerade unbedingt beißen, du Arsch, ne? Ja, genau dich meine ich. Ja, danke. Kommt der nächste. Wie viel Platz habe ich noch? Oh, Gott sei Dank, es reicht. Sehr gut. Komm her, komm zu Papa. Ja. Ist das schön. Wir haben die Pflanze echt gefunden. Geil. Die brauchen wir nämlich auf jeden Fall. Das weiß ich noch. Und die ist schwer zu finden. Wie man gemerkt hat. Die ist wirklich schwer zu finden. Sehr schön, die haben wir. Wunderbar. Perfekt. Dann können wir uns ja langsam mal drauf konzentrieren, in tiefere Gefilde einzudringen, wa? Welcome aboard, Captain. In Gefilde, in denen wir bisher noch nie waren, Freunde. Und in Gefilden, in denen wir eigentlich auch gar nicht sein wollen. Das muss man auch noch dazu sagen. In den Gefilden will man wirklich nicht sein. Aber geil, wir haben sie. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Wunderbar. Was ist das hier eigentlich für eine Zone? Sieht zwar nach Startgebiet aus, aber ich vermute, dass es eben nicht das Startgebiet ist. Ach, das ist unser Gebiet hier schon. Ah. Nur halt, aua! Aus einer anderen Perspektive. Oh, heimatliche Gewässer. Ja! Ich bin auch gerade echt am Überlegen. Ich glaube, ich werde auch bald den Zyklopen bauen. Aber, wie gesagt, bis dato erstmal weiter mit dem, mit der Seemotte erkunden. Weil es gibt noch so viel zu entdecken, Freunde. Es gibt... Ja, ich weiß. Das schreitet nicht voran. Aber was haben wir denn heute auch alles gehabt? Wir haben echt eine Menge gehabt heute. In der heutigen Aufnahme. Also man kann echt nicht sagen, dass wir nichts erlebt haben heute. So, das nehmen wir mal auf. Geil, wir haben echt die Pflanze gefunden, die ich haben wollte. Sehr gut. Ich glaube, das mache ich auch gleich mal. Ich glaube, ich werde echt gleich mal anfangen, die Seemotte, den Zyklopen schon mal zu bauen. Titan ist sowieso voll. Das ist voll. Magnetit haben wir nicht gefunden. Uran auch nicht. Das ist ionische Würfel. Lithium. Gold und Silber passt da unten noch. Meine ich zumindest. Das ist Quarz. War hier Gold? Dann müsste hier Silber sein. Hier ist Silber, jawohl. Gut, jetzt müssen wir aber erstmal was futtern und die Energie geht auch schon wieder rapide runter. 1, 2, 3, 4. Vital Signs stabilizing. Ja. Ich glaube, ich werde mal eben... Ich werde mal das Konstruktionswerkzeug rausholen. Ich glaube, ich werde da noch mal ein paar Töpfe, ein paar kleinere setzen. Ja, unsere Energie wird langsam weniger. Ich sehe das schon. So.
Oh ja, es wird rapide weniger. Okay, Planänderung, erst die Energie und dann. Sonst stehen wir hier gleich im Dunkeln. So. Also für Abenteuer lohnt es sich, glaube ich, nicht mehr. Deswegen wird es wohl so sein, dass wir gleich anfangen werden, partübergreifend den Zyklopen zu bauen. Tatsächlich. Ich glaube, das macht jetzt mehr Sinn. Ehrlich gesagt. Den werde ich aber noch nicht einsetzen dann, wenn wir den gebaut haben. Der wird erstmal inaktiv sein. Aber wir haben ihn dann schon mal. Es macht für mich einfach gerade mehr Sinn, weil ich sehe gerade 26 Minuten, ein Part wollte ich noch aufnehmen. Da lohnt es sich nicht mehr großartig noch irgendwie auf große Abenteuerfahrt zu gehen. So, das machen wir dann eher dann in der nächsten Aufnahmesession. Mit der Seemotte allerdings noch, ne? Also ich werde noch nicht dann mit dem Zyklopen aufbrechen. So, dann machen wir mal... Na, Sommer. Jetzt backt er wieder rum. Eins, zwei, einen und den noch. So, dann wird der Topf voll gestopft. Ich wollte ja ursprünglich ein extra Geschoss machen, macht aber für mich keinen Sinn. Dann hatte ich halt noch gesehen, dass die Kleinen bis zu 4 von den Kleinen aufnehmen können. Und da die Melone ja als klein gilt, habe ich gedacht, mache ich das halt so, ist sinniger. So. Eine bitte übrig lassen. Die brauchen wir nämlich hierfür. So. Alles klar. Gut. Dann würde ich sagen, ich lasse den Rest erstmal an Bord der Motte. Außer halt die Pflanzen. Weil die werden gleich schön draußen angepflanzt. Ganz klar. Alter, ich habe schon wieder echt so viel gesammelt. Das ist Wahnsinn. Wo ist denn jetzt die andere? Da. Oh, ich wollte gerade sagen, ich dachte jetzt schon... ich wollte schon an meinen Verstand zweifeln, so nach dem Motto, wie habe ich mir das jetzt nur geträumt oder was? Nein, alles gut. Wir haben sie echt gefunden. Gott sei Dank. Echt. Diese Pflanze zu schwinden... Ich hab das noch nie so geschafft, noch nie. Aber jetzt habe ich das tatsächlich... Ich muss aber auch zugeben, das war wirklich purer Zufall. Dass wir die gefunden haben. Wie heißt es so schön, Freunde? Wer sucht, der findet. Da ist Uran. Das Uran, das wir sowieso nie benutzen werden. Blei ist unten. Und Blei war auch noch nicht voll. Meines Wissens nach Kupfer. Blei war hier. Nein, das war Diamanten. Blei ist daneben. Da ist Blei. Ja, ich glaube, da wird bald das große Craften wieder... Das große Bauen wird wieder losgehen. So. Zack, zack. Wunderbar. Sehr schön. Das haben wir schon mal. Ich bin noch echt ein Holzkopf. Ich wollte jetzt gerade noch mal gucken wegen Schmierstoff. Haben wir den Schmierstoff? Ich meine nämlich, dass der Zyklop auch Schmierstoff brauchte. Siehst du, das habe ich mir gedacht. Den haben wir nämlich nicht. Nehmen wir schon mal das alles mit. Das nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Und vor allen Dingen das nehmen wir mit. Und das nehmen wir mit. Ganz wichtig. Schmierstoff fehlt uns noch. Das müssen wir also nochmal craften. Also müssen wir nochmal kurz raus. Nur um den Schmierstoff reinzuholen. Beziehungsweise den Rohstoff davon. Jawohl, sehr schön. So, und statt des Bauwerkzeugs werde ich dann das hier nehmen. Ja, Freunde, das wird richtig lustig. Aber das machen wir im nächsten Part. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei euch, dass ihr dabei gewesen seid. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen. Und wie gesagt, beim nächsten Mal bauen wir das letzte uns im Rahmen dieses Spiels helfende Fahrzeug. Die Rettungsrakete zählt für mich nicht als Fahrzeug. Ich meine den Zyklopen. Nächstes Mal bauen wir den Zyklopen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, was auch immer, wenn ihr mir das gucken werdet. Und ich sage nun einfach, euer Lars sagt ciao. Auf bald.
bis bald und tschüss. Und vor allem, bleibt mir gebogen, bleibt oder werdet gesund. Und bis dahin, tschüss.